Bei einer Dentaldiagnostik versteht man die genaue Untersuchung des Babys vor der Geburt. Also prä bedeutet vor und natal Geburt und zusammengesetzt einfach vorgeburtliche Untersuchungen. Da gibt es zwei große Blöcke, der erste von der 12. bis 14. Schwangerschaftswoche und der zweite Block dann das Organscreening in der 20. bis 22. Schwangerschaftswoche. Pränataldiagnostik kann uns ein genaues Bild abgeben, handelt es sich um ein unauffälliges Kind oder gibt es Auffälligkeiten, die in der Schwangerschaft näher untersucht werden müssen. Was sie nicht leisten kann, ist eine Garantie für ein gesundes Kind. Die gibt es leider nicht. Bei den nicht-invasiven, also bei den Methoden, wo man das Kind nicht durch eine Punktion gefährdet, haben wir die Möglichkeit einer einfachen Ultraschalluntersuchung, zum Beispiel bei der Nackentransparenzmessung oder beim Organscreening. Oder man kombiniert in der 12. bis 14. Woche die Nackentransparenzmessung mit einer Blutabnahme. Dann nennt man das Combined Test, weil die Kombination aus der Blutabnahme und dem Ultraschall ergibt eine genauere Wahrscheinlichkeit. Die ganz oder sehr genaue Möglichkeit ist dann der NIPT-Test. Das ist auch eine Blutabnahme bei der Mutter, allerdings ist das ein Gentest, bei dem Zellen vom Mutterkuchen untersucht werden können. Bei den invasiven Untersuchungsmethoden, sprich Plazentapunktion und Fruchtwasseruntersuchung, wird mit einer dünnen Nadel in den Bauch der Mutter eingegangen und somit dann zum Baby und das Material gewonnen. Das ist in der Regel nicht schmerzhaft, nur unangenehm. Wird in Zentren gemacht, die das oft genug machen und somit ist die Gefährdung für das Kind selber sehr gering. Frauen, die auf Pränataldiagnostik verzichten, machen das entweder aus religiösen Gründen, wo sie sagen, was mache ich mit einem auffälligen Ergebnis? Oder sie verzichten, weil sie sagen, es hat keine Konsequenz in der Schwangerschaft. Ich bekomme das Kind, egal welche Behinderung es hat. Ganz selten verzichten auch Frauen, weil sie sagen, sie haben so schlechte Erfahrungen gemacht mit Pränataldiagnostik oder sind so verunsichert worden in früheren Schwangerschaften, dass sie sagen, nein, ich habe da leider schlechte Erfahrungen gemacht und ich mache es für die Schwangerschaft nicht mehr. Pränataldiagnostik sollte nicht dazu da sein, sich gegen das Kind zu entscheiden, wenn Auffälligkeiten sind, sondern sich für das Kind zu entscheiden und damit dem Kind einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, mit all den Untersuchungen, die man eben vorher gemacht hat und dann mit den Spezialisten nach der Geburt einfach zusammenzuarbeiten.